Servus Leute, Christian Weckler hier live von den Kapverdischen Inseln, von der Insel Boa Vista, schön hier am Wüstenstrand quasi. Ich habe ein Thema, mit dem du dich vielleicht schon mal beschäftigt hast, und zwar geht es darum, welche Vergütungsmodelle gibt es eigentlich im Bereich Affiliate-Marketing? Auf welche Art und Weise wirst du vergütet, wenn du Produkte vermittelst, digitale Infoprodukte, physische Produkte, Produkte aller Art, auch Dienstleistungen? Wie kannst du dort vergütet werden? Welche Arten gibt es? Wie kannst du dein Geld von Webseitenbetreibern oder von Advertisern als Affiliate bekommen? Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener. Mir waren einige auch nicht so bewusst, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe hier mal kurz recherchiert und zusammengestellt, welche Vergütungsmodelle es gibt. Fangen wir an mit dem Pay-per-Sale-Modell. Das heißt, man wird pro Verkauf quasi vergütet. Dann, wenn wirklich jemand oder wenn du dein Produkt, das Produkt erfolgreich vermittelt hast an deine Zielgruppe, an einen entsprechenden Käufer und der kauft das über deinen Affiliate-Link, dann wirst du logischerweise klassisch vergütet. Es wird Pay-per-Sale oder Pay-per-Order auch genannt. Dann Pay-per-Lifetime, das ist hochinteressant. Das ist quasi so eine Lifetime-Vergütung, wenn du zum Beispiel Abo-Produkte vermittelst. Zum Beispiel, wenn du E-Mail-Marketing betreibst, Clicktip ist da so ein bekannter Anbieter. Wenn du das Clicktip-E-Mail-Marketing-Programm, die Software, weitervermittelst, kriegst du zum Beispiel 20% oder 25% Lifetime-Vergütung. Natürlich, je nachdem, wie lange dein vermittelter Verkauf dann halt das Programm auch nutzt. Und wenn es immer weitergeht, geht das halt so lange, wie es geht. Und das ist das Schöne daran, dass du dort die Produkte, dass du Lifetime Monat für Monat quasi Einnahmen generierst, Affiliate-Einnahmen. Dann gibt es jetzt Wissen ein bisschen exotischer Pay-per-Airtime. Das ist eine spezielle Art der Vergütung für die Telekommunikationsbranche, wo du als Publisher pro Gesprächsminute eines von dir geworbene Kunden ja quasi honoriert wirst, beispielsweise bei einem Handyvertrag. Also ich hatte da vorher auch noch nicht so viel gehört von, aber ist mal ein interessantes Vergütungsmodell. Dann haben wir ganz bekannt natürlich eine der Top-Affiliate-Vergütungsgeschichten, Pay-per-Click. Findet die Entlohnung nach Klick statt. Je nachdem, wie viele Klicks du da entsprechend über deinen Affiliate-Link vermittelst, wirst du entsprechend honoriert. Pay-per-Click, zum Beispiel Facebook-Ads ist so eine beliebte Geschichte. Das nennt sich dann Pay-per-Click-Marketing. Habe ich auch schon ein Video auf meinem Kanal hier gedreht. Kann ich dir empfehlen, entsprechend hier eine Empfehlung anzuschauen. Dann gibt es Pay-per-Lead. Das ist auch sehr wichtig, zum Beispiel, wenn du andere Leute empfiehlst, sich in einen bestimmten Newsletter einzutragen. In E-Mail-Verteiler vom bekannten Online-Marketer zum Beispiel, dann wirst du für den Lead entsprechend honoriert, auch wenn er dann anschließend ein Produkt dort erwirbt, ist deine Affiliate-ID bekannt und du wirst über alle Produkte dann entsprechend hingewiesen, dass du dort für den für die Affiliate-Einnahme zuständig bist. Dann gibt es ein Pay-per-Sign-Up, das ist so ähnlich wie Pay-per-Lead, nur hat sich eher mehr so in der Online-Spielbranche so ein bisschen etabliert und oder bei Online-Shops nennt man das auch so, das wird eher dann auf diese Geschichten gern angewandt. Dann haben wir Pay-per-Link. Da wird im Prinzip nur der Einbau eines Links auf deiner Publisher-Webseite für einen bestimmten Zeitraum für die Einblendung halt vergütet. Das ist so eine eher untypische, würde ich mal sagen, aber es gibt es. Dann gibt es Pay-per-Printout, das nennt sich eine Vergütung, wenn jemand zum Beispiel einen Rabattcoupon über deine Affiliate-ID ausdruckt zum Beispiel. Auch sehr exotisch, muss ich sagen, habe ich auch noch nie wirklich von gehört gehabt vorher. Dann haben wir Pay-per-Click-Out. Da werden die sogenannten Nachteile der Pay-per-Click-Methode verringert. Zum Beispiel, wenn der vermittelte Besucher auf der Webseite des Merchants einen weiteren Klick tätigt, zum Beispiel auf einen dort gelisteten Sponsor oder Anbieter. Also so eine weitere angeknüpfte Geschichte quasi. Dann gibt es noch Pay-per-Install für die erstmalige Software-Installation oder einer Browser-Toolbar oder einer Demo-Version einer Software, wenn du dort einen entsprechenden Kunden vermittelt hast und der installiert dann sowas. Dann haben wir Pay-per-View, also das ist eine Methode für das Online-Marketing.
Zum Beispiel pro Einblendung wirst du dort vergütet. Zum Beispiel eine Geschichte für Bannerwerbung oder Links, wo du entsprechend platzieren kannst. Dann wirst du für die angezeigten Einblendungen quasi honoriert. Beliebt sind auch des Weiteren noch verschiedene Kombinationen aus den verschiedenen einzelnen Vergütungsmodellen, die ich dir vorgestellt habe. Da lassen sich diverse Arten sehr gut miteinander kombinieren. Zum Beispiel Pay-per-Lead und Pay-per-Sale, die auch so von der Definition her sehr nah beieinander sind. Die lassen sich sehr, sehr gut dort kombinieren. Und ja, das waren so aus meiner Sicht die wichtigsten oder ja nahezu alle Vergütungsmethoden für Affiliates im Affiliate-Marketing. Wenn dir noch eine weitere einfällt, die ich hier nicht aufgelistet habe, dann bitte unter diesem Video noch eintragen und hier die Leser, die YouTube-Abonnenten bitte weiter informieren. Wäre interessant für uns alle. Wenn es dir gefallen hat über die Affiliate-Vergütungsmodelle, würde ich mich über einen Daumen nach oben von dir freuen. Ansonsten, wie immer, bis im nächsten Video. Alles Gute hier von den Kapverdischen Inseln aus Boa Vista. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Affiliate-Marketing. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.